Hey ho, hier ist der Zello, willkommen zu einer neuen Folge Planet Zoo im Franchise-Modus. Das letzte Mal hatten wir ja unsere überlange 90. Folge mit dem neuen Update von Planet Zoo 1.4 und dem neuen DLC Aquatic. Da haben wir ja hier diese Robben uns geholt und ein Gehege schon mal definiert. Und ja, mal gucken, ob wir heute es schaffen, dass die Robben mal ins Wasser gehen. So, hier muss noch was repariert werden und hier ist auch noch was kaputt. So. Dann gucken wir mal, wo sind wir denn hier hinten? Das Gehege müssen wir noch ein bisschen schick machen. Mal. So, gucken wir mal. Umgebung. Hier passt eigentlich soweit alles. Wir könnten mehr Sand, finde ich aber auch. Also mir sind eigentlich im Grunde genommen zu wenig Pflanzen hier. Aber so viel mehr können die gar nicht. So. 5% haben wir. Können wir ja hier noch so ein bisschen von dem Gras hier, also diesen Schilfrohr und den Rohrkolben platzieren. Ja, stimmt. Ist ja noch ein Bug hier, dass ich die Tiere, die erwachsen werden, nicht anklicken kann. Muss ich hier drüber gucken. Kleiner Panda. So, erwachsen geworden sind die beiden. Kann ich mir nicht angucken. Schicken wir beide mal ins Handelszentrum. So. So, kleiner Panda da. Ach ja, man sollte denn auch mal auf Play drücken, sonst kommen die ja nicht hierher. So, machen wir mal kurz auf Pause. Freilassen. Freilassen. So, ausgefallen. Ausgefallen. Techniker kommt, Techniker kommt. Gut. So, machen wir hier mal weiter. Die einsame Seerose. So. Da schwimmt eine. Ist euch das Wasser eigentlich nicht tief genug? Doch, tiefes Wasser ist vorhanden.
Haben wir schon was Neues hier eigentlich erforscht? Oh ja, das da. Das ist eigentlich voll cool. Da kommen die dann, können die von unten sozusagen rausspringen. Könnte jetzt mal hier nicht die ganzen scheiß Automaten ständig kaputt gehen. Reißt die bald ab, wenn das so weitergeht hier. So. Machen wir mal so und dann können wir das uns kopieren. Dann geht das vielleicht schon einen Ticke schneller. Haben wir genug Spielraum? Wir sind jetzt bei 9%. Hier. Wir müssen auf jeden Fall hier noch ein paar Felsen platzieren, das geht ja so gar nicht. Bin eigentlich ja auch geneigt, hier noch so ein paar Schneefelsen hinzusetzen. Wir machen uns hier mal eine schöne Dingens. Und dann kopieren wir uns das mal. So, einmal. So. Wenn man sich so ein paar Formationen macht, habe ich mitgekriegt, kann man schneller Flächen bebauen. Ach, das geht. Ah ja. Geht anscheinend nur bei manchen Tieren nicht. Das ist ein goldenes. Das könnte man mal einlagern. So. Ich glaube, wir machen die Gegend hier komplett so mit Eis. Mit Schneefelsen. Ich finde, irgendwie Robben kennt man eigentlich nur aus so schön schneebedeckten Gebieten, oft jedenfalls. Ich mache meine Energy Joes gerade im Weg. So, machen wir einmal so. Einmal so. Und einmal so. So. Nehmen wir uns erstmal den da. Und kopieren uns das da herüber. So. Das nehmen wir alle drei. Moven uns die mal hier rüber. Ja, das gefällt mir schon mal ganz gut. Kann man ja dann noch ein bisschen anpassen. Also ich werde jetzt hier nicht die ganze Folge das da machen. Aber wenigstens schon mal ein bisschen anfangen. Steht der blöde Baum da am Weg.
Vielleicht können wir auch noch mit den neuen Felsen arbeiten. Die kann man nämlich bemalen. Man kann auch die gleiche Dingens öfters nehmen, man muss sie halt nur ein bisschen drehen. Dann kriegt man halt auch so einen schönen Übergang hin. Warum steht das Ding eigentlich hier? So, machen wir das mal so. Und dann setzen wir den hier. So. Ja. Gefällt mir super. Was hat keinen Strom? Warum hat der keinen Strom? Ich weiß auch gar nicht, warum ich im Pausenmodus arbeite. Denke mal, die Dinger da können weg. Was ist eigentlich mit den Gästen schon wieder los? Hunger und Durst. So wie immer. Oh. Ich werde die Automaten bald abbauen, ich sag's euch. Die nerven so tierisch. Oh, eine Technikforschung ist abgeschlossen. Barriere kann ich immer noch nicht erforschen, ne? Ne. So eine Kacke. Ich hoffe, die beheben das jetzt bald mal. Mal noch eine Formation machen aus größeren Steinen. Soll ich mal hier diese Platten unten haben?
die kann man halt auch zur Not mal wirklich so rumdrehen. Da ist auch wieder so ein Tier, was nicht geht. Westafrikanische Löwe. Da wird noch eins erwachsen gleich. Na, komm. So, ihr beiden kommt jetzt ins Handelszentrum. Ihr seid sowieso Weibchen, also ihr werdet ja zur Not eh verhökert und nicht freigelassen. Achso, ja. Na, wo bleibt er denn? Euch doch eben ins Handelszentrum geschickt. So, dann jetzt nochmal. So. Zweimal 100. Zweimal 100. Hier. Oh, ja. Wie war orientieren, muss man vielleicht auch noch mal gucken. So, so und so. Gucken wir mal. So. So, Blauzungsgink. Brasilianische Wanderspinne. Lass mal das Weibchen gleich hier. Ist ja egal, dass es nicht Gold ist. Haben, denke ich mal, noch eins im Handelszentrum. Boah. So, können wir hier auch gleich nochmal aussortieren. Abgottschlange, Männchen, Weibchen, Männchen, Weibchen. Das dann freigelassen. So. Wir haben ein bisschen Platz. Dann können wir uns noch die restlichen Vivarientiere da rausfischen. So, wo war jetzt der Männchen-Weibchen? Männchen-Weibchen. Und hier noch die Todesotter. So. Was ist jetzt hier wieder kaputt?
Einrichtung hat keinen Strom, warum auch immer. So. Techniker rufen. So, danach wird, müsste das, glaube ich, erledigt sein. Weil die kriegen, glaube ich, eine höhere, eine niedrige Reichweite, wenn die kaputt gehen. So. Machen wir hier mal weiter. Was ist hier los? Dann machen wir mal vielleicht doch lieber kurz mal auf Pause, bevor die Tiere andauernd hin und her geschossen werden. So, mal eben flott noch ein paar Steinchen hier platziert. Ich find's schick. So, kann man den Baum hier auch wieder zurück platzieren? So. So. Die kommen aber zum Beispiel nicht von hier nach da. Fällt mir gerade mal so auf. Das ist zu heiß. Hab ich hier noch keine kühlen Dinger? Ach ja, da vorne, ja. Muss man hier auch mal eins platzieren. Könntest du vielleicht jetzt auch mal sich da hinten hin bewegen?
So, ich würde sagen, wir nehmen unsere drei Dinger hier. Vier. Und machen hier drüben mal eben schnell weiter. Ich glaube, ich werde das dann offline mal hier fertig machen mit den Eisfelsen. Umrandungen. Dass das euch nicht zu langweilig wird. Aber die Ecke machen wir jetzt eben noch fix fertig hier. So. Und das hier. So. In dem Rest gucke ich dann mal offline, was ich da mache. Hier kommt ja dann eh nochmal was drüber und dann werde ich gucken, ob ich das Gehege nicht einfach ein Stückchen verkleiner. Ne? So. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und wir hören uns und sehen uns das nächste Mal. Euer Zello. Tschüss.